Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge in Gary's Mod Roleplay. Ja, ich bin's wieder, euer Big Mongo Styler, und nach langer, langer Zeit habe ich mir gedacht, komm, ich spiel mal wieder ein bisschen Gary's Mod Roleplay. Ja, und ich bin heute Cop und ich werde heute nach Recht und Ordnung, also für Recht und Ordnung sorgen. Und yo, hey dude, oh, they're shooting, oh, what the fuck. Hier ist gerade eine Schießerei. Und ich habe mir hier oben auch mein Menü umgestellt, also dass es jetzt nicht mehr hier Fast Switch ist. Und hier geht's gerade irgendwie ab. Okay. Laufen wir mal hier runter. Run, like the wind. Okay. Come. He's here. Ja, mir geht so gerade ein bisschen das Sprintlimit hier aus, ja. Ich kann nicht mehr so gut sprinten. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wen wir hier suchen. Sieht schon irgendwie sinnlos aus. Naja. Keine Ahnung. Ich schnapp mir jetzt meine Karre. Und hatte jetzt eigentlich vor, außerhalb, also mich da so vor die Stadt zu platzieren. Und dann nehme ich mein schönes Polizeiauto. Do you need a ride, officer? You need a ride to your old car, yeah? Okay, tell me, where is your old car? On the lake or where the mafia houses are? Also zur Vorgeschichte, der hat mir, was? Oh, jetzt sind wir gerade über Rot gefahren. Aber wir sind Polizist, wir dürfen das. So, komm jetzt, lauf, fahr, mach irgendwas. Der hat mir jetzt noch nicht geschrieben. Nee, weil der hat mir hier gerade, bevor ich die Ansage gemacht habe, und hat er mich gefragt, ob ich ihn zu seinem alten Auto bringe. Das werden wir doch glatt mal machen. Da fahren wir jetzt auch mal schön ein bisschen schneller als erlaubt. Boah. Ja, die Idee, dass ich hier auf dieses Speedlimit hier messen will und so. Also darauf bin ich gekommen, dadurch, dass ich dieses Weapon Fast Switch deaktiviert habe. Alter, ich fahre hier wie der letzte Asi. Und da habe ich halt gesehen, dass wir so eine Speedgun haben. Okay, hier sind wir schon. Okay, bye bye. Und ja, da habe ich mir doch gedacht, komm, da setzen wir uns schön draußen hin. Und warten einfach mal auf ein paar Leute, die hier irgendwie zu schnell fahren. Also ich als Polizist, ich darf das ja. Ich bin ja die Hand des Gesetzes. Und wir setzen uns jetzt hier draußen an Tunnel. Am besten hier so auf die mittlere Länge der Straße. Weil die meisten Leute hier dann so richtig abpacen. Und da werde ich meinen Wagen einfach so mal hier platzieren. Ich denke, das ist ganz gut. Und dann werden wir jetzt einfach mal warten. Mein Auto, ja, das lasse ich mal lieber hier abgeschlossen. Ah, komm schon. Boah, hier laggt's auch wieder gerade. Was ist denn hier los, ey? Hier laggt's wie Sau. Na, der Server ist wieder randvoll. So, jetzt wähle ich mal mein Tempomat hier aus. Radargun ist das hier. Okay, okay. So können wir das also messen. Jeder Schuss misst die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Ich finde das ganz interessant. Ich habe das vorher noch nie beachtet oder überhaupt gewusst, dass es diese Gun hier gibt. Weil ich da halt oben hier dieses Menü, was da oben ist, ich hatte das immer ausgeschaltet, dadurch, dass ich den Fast Switch aktiviert hatte. Und ja, dadurch ist mir das so ein bisschen durch die Lappen gegangen. Und jetzt werden wir einfach mal hier geduldig warten. Vielleicht kommt jetzt so der ein oder andere Raser vorbei und den werden wir uns dann vornehmen. Gibt es da natürlich auch ein Bußgeld. Oder vielleicht lasse ich dann auch so ein bisschen mit mir verhandeln, wenn da so ein paar Tausende auf dem Tisch liegen, ne? Hm. Können wir ja auch mal ein korrupter Bulle sein, ja? Das geht ja auch mal. Ist ja Roleplay hier. Und hoffe ich mal, dass jetzt so bald demnächst einer vorbeikommt. Der Server ist also auf jeden Fall randvoll. Ich denke mal schon, dass wir hier so ein bisschen Verkehr haben. Joa, sieht irgendwie tot aus hier. Was ich mir noch gedacht habe, falls hier jetzt überhaupt nichts abgeht, also so verkehrstechnisch, dann habe ich mir gedacht, dann fahren wir ein bisschen Streife
und gehen hinter zu den ganzen Fabrikgebäuden und schauen einfach mal, ob da irgendwelche Leute ihr Unwesen treiben. Und ob es da vielleicht so den ein oder anderen Spieler gibt, der irgendwie Contrabands versteckt hat. Und dann werden wir denen vielleicht ein Angebot unterschlagen, sodass ich sie nicht beim Präsidenten melde. Und dann da für mich ein bisschen Kohle einstecke und dann bin ich auch wieder ganz schnell leise. Aber hier ist ja echt gerade gar nichts los. Also normalerweise ist die Straße hier auf jeden Fall etwas mehr befahren. Ihr seht, hier sind echt tausende von Leuten drauf. Verkehr müsste eigentlich gegeben sein. Das ist schon ganz cool mit diesem Tempomat hier, mit diesem Tempomesser. Jetzt warten wir noch mal ein bisschen. Also ein Auto will ich mal gucken, dass hier wenigstens einer vorbeifährt. Und die pacen eigentlich alle hier lang. Also da hält sich kaum einer ans Speedlimit. Klar, wenn die meine Bullenkarre hier sehen, dann denken die sich, oh, da müssen wir ein bisschen langsam fahren. Und wenn ich hier gerade auch mit diesem Tempomat in der Hand stehe, vielleicht passen sie sich dann gerade ans Speedlimit an. Aber es kann ja gut sein, dass hier gerade einer aus der Ecke geschossen kommt, nicht auf das Stoppschild achtet, welches da steht. Und das sind natürlich, also das geht dann natürlich gar nicht und dann wird direkt ein Bußgeld verhängt. Das werde ich dann auch direkt einfordern. So, da haben wir den ersten Kunden. Okay, der fährt hier korrekte 45 mph, 65 sind erlaubt. Ich finde es echt klasse hier mit diesem Tempomat. Oh, 65 sind erlaubt. Ah, der war aber hier richtig an der Grenze, ne? Der ist genau 65 gefahren. Dieses Speedometer hier, was ich hier in der Hand halte, das hat schon eine krasse Range. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel in der Stadt an Speedlimit ist. Ich muss hier mal den Chat hochscrollen. Hat das nicht irgendwann mal hier der Präsident geschrieben? Speedlimit outside ist 65. So, und in der City sind es dann 30, nehme ich an. Das hat hier nämlich auch einer geschrieben. Also in der Stadt 30, das ist aber Standard. Das kennen wir ja. Ja. Gut, kommt jetzt nochmal einer vorbei. Wenn nicht, gehen wir halt in der Stadt messen. Dann gucken wir halt da, ob die Leute sich an 30 mph halten. Ist halt ein bisschen tote Hose hier auf den Straßen im Roleplay. Naja, gut, ich denke mal, ich fahre jetzt mal vor, aber bestimmt, wenn ich vorfahren will, genau dann kommen sie und pacen hier vorbei. Ich muss mir merken, dass die Radargun auf der 1 ist. Ist schon mal gut zu wissen, dass hier hinter eine Viper gefahren ist. Oder hinten am Krankenwagen, okay, die dürfen schnell fahren. Oh, da hinten, was haben wir da? Okay, ein Polizist. Ah, der darf von mir auch aus über 65 fahren. Oh, ihr seht hier richtig, wie das Auto hier rumzuckt, ey. Das sind Lags, das ist manchmal unerträglich. Naja, gut, hier ist jetzt ein bisschen tote Hose. Also, eigentlich sind die Straßen hier ganz dolle belebt. So wie ich das bisher immer mitbekommen hatte. Und dann fahren wir jetzt mal in die Stadt, schauen mal, was da abgeht. Ob da jetzt gerade viel Verkehr ist. Und ob wir da vielleicht den einen oder anderen aus dem Verkehr ziehen können. Wo könnten wir denn am besten parken? Also ich will das Auto mal hier parken. Also was ich an der Stelle gerade mal so erwähnen kann, weil hier jetzt gerade nicht so viel los ist. Es fragen mich immer und immer und immer wieder sehr, sehr viele Leute, die mal privat gerne mit mir zocken möchten. Und ich sage euch jetzt nochmal, das ist einfach nicht möglich, Leute. Also wenn ich mit jedem spielen würde, der mich anfragt, dann wäre ich am Ende von diesem Jahr noch nicht fertig. Und
Deswegen mache ich ja auch die Events. Das ist ja der Grund für die Events. Die Events sollen Spaß machen und sollen allen die Möglichkeit geben, mit mir und vielleicht noch mit Sony und Psyche zusammen mal zu spielen. Dass wir dann halt auf den Can Server I gehen, wie der please, Schlittenbau-Server letztes can I Mal. please, Sergeant, can you hear me? Okay. Can Yeah, I I can see hear you. the lieutenant? Can I please have the lieutenant officer? Yeah? I'm the lieutenant, yeah. Can I change my name to police lieutenant as your vice? Yeah, you can do. Thank you. Icebox. I mean Raymond. You should press E and then click, hold E and then click the shoot button. Warum sind die alle That so will leise lower your hier? gun. Do not point the gun at the sergeant while doing it. Die sind ziemlich leise. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ihr den verstanden habt, aber er wollte zumindest irgendwie nur den Namen Oh, ändern yes, und don't. zu Police Leutnant. Keine Ahnung, kann er gerne machen, weil ich bin hier der Polizeianführer. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich so wirklich hier anführen soll. Deswegen bleibe ich jetzt hier einfach mal stehen, schau mal, ob hier Verkehr geht. Aber hier ist irgendwie tote Hose. Keiner will Auto fahren. Es stehen überall Autos rum, aber sind alle hier im Stillstand. Okay, hier haben wir ein Opfer. Wenn er jetzt hier schön Gas gibt, da habe ich einen Grund, den anzuhalten. Ah, der wartet vielleicht auch nur auf Kundschaft. So, in der Stadt sind 30 erlaubt, Junge. Wenn du schneller fährst, kriege ich dich. Hey, too fast, man, too fast! Hey, taxi driver! Hey, catch this taxi driver, catch him! He drives too fast in the city, this is not okay. So, jetzt haben wir einen gefunden hier. Jetzt, oh, was, wie, das ist, oh, mein Auto steht ja hier, Alter, sehen alle gleich aus. Hey, catch this taxi driver! He drives too fast in the city. Oh, Alter, Leute. So, jetzt, wie ich Sirene anmache, habe ich keine Ahnung. Ja, Farbe we wechseln wollen wir nicht. Hey, taxi driver, please stop your car. You drive too fast through the city. The speed limit is 30. You drive 45. So you have to go to the jail or pay a little payment. Go outside your car, please. Go outside, please. Go outside. Park on the side. Park on the side. Hey! Shoot him if he don't do what we want from him. Ja, Leute, sorry nochmal für mein verbröckeltes, kaputtes Englisch. Aber, oh, Alter, ich wollte nur ein bisschen links einschlagen, ey. Die Bullenkarren sind ja auch voll, die Einkaufswagen. Der fährt jetzt eh bestimmt hier hinten raus, aber egal, ich nehme die Verfolgung auf. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich hier die Sirene anmache. Habe ich irgend... Och, nee, das gibt's doch nicht. Oh, Leute, heute ist wieder mal gute Zeit für einen Fail-Day. Och, nee, ich bin kaputt, mein Auto brennt. Ja, und das alles wegen einem Taxifahrer, der zu schnell gefahren ist. Ich glaube, wenn... ich glaube, ich mache das besser undercover. Und da setze ich mich an meinen Hammer, dann sehen die Leute auch nicht, wenn ich an der am Straßenrand stehe, dass ich direkt ein Polizist bin. Ja, ist ziemlich blöd jetzt halt, ne? Jetzt müssen wir hier halt warten oder ich sehe jetzt auch gerade nicht, dass da hinten einer hierher kommt. Ja, tun wir einfach neu respawnen. Da haben wir wieder die New Life Rule. Und akzeptieren diese, das heißt, wir dürfen uns diesem Ort hier nicht nähern, erinnern uns nicht an unser vorheriges Leben. Das heißt, ich kann ja mein Auto erstmal nicht abholen für die nächsten 5 Minuten. Naja, so schnell kann es gehen, Leute, ne? Also es ist gar nicht mal so leicht. Erst recht mit so einem Polizeiwagen, der sich fährt wie ein Einkaufswagen. Das ist schon hardcore, ja. Und was haben die sich hier aufgebaut? Ja, das ist hier alles so zum Schutz des Präsidenten. Diese Alarmsirenen, die wir da hören, das ist wahrscheinlich ein Lockdown. Das heißt, alle Leute müssen zurück in ihre Häuser und so. Ja, den Taxifahrer kann ich jetzt nicht mehr verfolgen, weil dann würde ich ja gegen die New Life Rule verstoßen. Und das wollen wir ja nicht. Was bauen die sich hier Lustiges? Der Gunshop ist sogar leer. Wie können die denn den schönen Ort hier leer lassen? Wenn ich hier so reinlaufe, dann hätte ich doch mal wieder Lust, ein bisschen auf Gun-Dealer, ne? So ein paar Leuten Guns verkaufen. Könnte man durchaus machen. Aber ich habe mir auch überlegt, mal einen Gun-Dealer zu machen, aber das Ganze etwas mobil so. Dass ich mich zum Beispiel da hinten vom Burger King auf den Parkplatz stelle, mit irgendwie, ja, einen Shop, den man mobil von Ort zu Ort tragen kann halt, mit mittels des Advanced Duplicators. Dass wir das dann so machen.
Da muss ich mir dann aber noch was bauen. Und ich guck gerade mal, wie die Jobliste hier aussieht. Weil irgendwie ist sie so ein bisschen tote Hose, so Speed Limit. Okay, Gun Dealer sind jetzt auch gerade alle voll. Was haben wir denn hier noch? Security Guard könnten wir machen, aber da habe ich jetzt hier keine Shops gesehen. Paramedic könnten wir machen, ist aber jetzt nicht so der actionreiche Job. Ich meine, wir sind ja schon Police Sergeant. Und, naja, wenn ein Gun Dealer frei wäre, dann würde ich mir den nehmen. Aber wir können ja immerhin schon mal vorbereiten. Weil ich sehe auch schon wieder, dass die Zeit rennt und... Oh, da ist schon wieder dieser Taxifahrer, ey. Das gibt's nicht, Alter. Der fährt doch bestimmt wieder zu schnell. Alter, die fahren alle zu schnell hier. Naja, gut, ich muss auch sagen, durch die Lags und so ist es schon ziemlich schwierig. Na, das ist auch gut, wenn man da jetzt 30, 35 fährt, 5 km/h oder hier in dem Fall mph, sollte man ja noch tolerieren, aber der Taxifahrer ist ja vorhin mit 45 Sachen durch die Stadt gepaced und das geht ja gar nicht. Nur das Dumme ist, dass ich da hinten an die Laterne gedonnert bin und mein Auto kaputt war, somit konnte ich die Verfolgung nicht weiter aufnehmen und darf mich da jetzt auch nicht drum kümmern. So, der fährt hier 36... 37, naja, das ist noch alles hier im Toleranzbereich. Ja, das ist gar nicht so leicht, wenn man dann den Typ dann den Speed scannt und sieht, er ist schnell, dann muss man erstmal sein Auto finden und dann habe ich vorhin voll gefällt und bin ins falsche Auto oder wollte ins falsche Auto einsteigen. Und, Black Market. Okay, na, wenn hier noch ein Gun Dealer frei war, ist ja halt cool. Aber gut. Ich werde es auf jeden Fall machen mit diesem Wagen, den ich mir bauen will. Dieses kleine Häuschen, so wie so ein Zeitungskiosk, sowas. Da hätte ich Lust drauf. Genau, so ein Zeitungskiosk. Halt, da muss man dann halt wieder so eine kleine Käuferzelle dran machen, dass die Leute halt da nicht den Kunden belästigen. Okay, please explain to me now why you have a knife. It's a top. Okay, da ertönt schon wieder die schöne Musik, ja. Fährt er auch schön 30. Ja, der paced ja aber auch ganz schön ab. Ja, das war sogar mit 40. Aber was soll ich da jetzt sagen? Also, da kann man schlecht jemand jetzt in den Knast stecken. Wenn er hier mit 100 Sachen durchpaced, dann wäre das schon ein Grund. Ja, das ist halt, das ist schon schwierig umzusetzen, das Ganze. Ja. Das Ganze müsste man halt wiederum, könnte man als Gruppe machen, dass man sich halt mit, sage ich jetzt mal, 2 oder 3 Polizisten zusammentut und dann sagt, hey, wir sind heute die Speedo-Cops und wir stellen uns draußen an die Stadt und alle mit hier Speedometer hier mit dieser Radargun und dann gucken wir, ob da irgendwelche Leute rasen. Das könnte man durchaus machen, aber alleine ist es schwer umzusetzen, weil am besten würde es dann doch, glaube ich, im Team gehen. Dass man jetzt sagt, hey, einer misst die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge und dann am besten noch im Teamspeak verkoppelt, ja. Und dass der andere im Wagen sitzen bleibt und der andere misst und wenn dann einer vorbei rast, dann kann der andere gleich losfahren und die Verfolgung aufnehmen. Aber alleine ist das Ganze dann doch schon etwas schwierig. Ja, gut. Und ich würde sagen, Leute, dann war es das erstmal für diese Folge von mir, Big Mongo Styler, für euch. Also, lasst Kommentare da. Bewertet positiv oder negativ, je nachdem, wie ihr es gefunden habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich meinen kleinen mobilen Zeitungs-Gun-Kiosk, was auch immer, baue. Also, bis dann. Bye, bye.